Ja, Mai ist denn der Monat schon wieder vorbei anscheinend. Es ist schon wieder soweit. Der letzte Donnerstag im Monat gehört dem Hörgenuss des Monats. Und wenn ihr wissen wollt, was ich so zur Bissreihe zu erzählen habe, dann bleibt unbedingt dran, dann sehen wir uns jetzt gleich im Video. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Ja, es geht mal wieder um den Hörgenuss des Monats und ich sage gleich vorab, das ist ein Format, wo es um Hörgenüsse geht, aber ja, was ein toller Hörgenuss ist, ist auch gleichzeitig ein toller Lesegenuss, weil was man hören kann, kann man meistens auch lesen. Und wir haben hier wirklich unglaublich tolle Büchertipps. Und schaut auch unbedingt mal bei den anderen Mädels vorbei. Also ich verlinke euch die Playlist in der Infobox. Unbedingt reingucken. Ja, ich freue mich auch jeden Monat immer wieder auf die Tipps. Gerade momentan höre ich echt unglaublich viel. Ich glaube, ich höre mehr, als dass ich lese, weil ich süchtig nach Animal Crossing New Horizons bin. Ich bin ehrlich. Und das kann man so schön auf lautlos machen, sich dabei entspannen und Hörbuch hören. Meine Lesezeit ist quasi gerade meine Hörzeit, Hör- und Zockzeit. Ja, aber darum soll es nicht gehen. Es soll jetzt hier um diese tolle Reihe gehen. Ja, ich habe diese vier Klopper gehört. In einem Monat hintereinander weg. Ich habe die, ich muss aber auch sagen, ich höre immer auf doppelter Geschwindigkeit. Die habe ich jetzt gehört über BookBeat. Ich werde von denen nicht gesponsert. Ich nutze es halt einfach nur. Lohnt sich bei mir momentan sehr viel, weil ich wirklich so viel höre. Und das ist halt eine Flatrate für 20 Euro. Also 19,95 zahle ich. Man kann auch nur 9,99 hören, aber dann hat man nur 25 Stunden. Und für 19,95 halt 20 Euro. Da kann man wirklich so viel hören, wie man möchte. Und die bringen auch, man muss auch sagen, was ich sehr gut finde, die haben auch viele Neuerscheinungen dort. Und das finde ich halt sehr vorteilhaft. Und ja, man muss aufpassen, die Twilight Saga ist bei denen aber auch ungekürzt hörbar. Also es gibt die gekürzte Version und eben die ungehörte. Genau. Grundsätzlich erzähle ich euch erstmal ein bisschen was zum Inhalt und dann meine Meinung und persönliche Geschichte, weil dann wird es nämlich ausschweifend und vielleicht interessiert euch ja gerade nur der Inhalt, falls ihr noch nichts davon gehört habt. Es ist ja eine Reihe, die ist, glaube ich, vor 15 Jahren auf den Markt gekommen, ist also echt schon ganz schön alt. Und im Endeffekt geht es um Bella Swan und sie, also ihre Eltern, die sind getrennt. Die Eltern sind aufgewachsen oder sie ist geboren worden und die Eltern haben sich kennengelernt in Forks. Und Forks ist so ein ganz kleiner, nebeliger Ort in Hintertupfingen, so auf die Art. Also wirklich total abgelegen. Und die Eltern haben sich getrennt, weil die Mutter, die wollte halt mehr vom Leben. Die wollte die Welt sehen, die Welt bereisen. Und natürlich ist Bella bei der Mutter aufgewachsen. Jetzt ist es aber so, dass die Mutter einen neuen Freund eben hat oder einen neuen Mann. Und ja, der ist halt Footballer oder, nee, Baseball. Baseball, glaube ich, aber spielt eh keine Rolle. Und sie möchte halt, ja, mit ihm halt durch die Gegend reisen. Und Bella zieht eben zu ihrem Vater nach Forks und ja, sie ist, glaube ich, 17. Ja, 17 ist sie. Und die 17-Jährige, die zieht halt dorthin und gleich an ihrem ersten Tag in der Schule, an der neuen Schule, fällt ihr eben Edward auf und beziehungsweise Edward und seine Geschwister. Die sind alle unfassbar schön, unglaublich unnahbar und sie umgibt irgendwas Mysteriöses. Jetzt muss man natürlich kein Genie sein, um nicht zu wissen, was eben Edward und seine Familie ist. Also sie sind Vampire und die ganzen Klischees der Vampire, die man so gekannt hat vor dieser Reihe, werden hier neu aufgerollt, hervorgeholt, da sie ja ganz normal in Forks leben, wobei normal auch relativ ist und ja. Was denn da so los ist, das erfahren wir natürlich in diesem Buch. Und auch wie diese Geschichte zwischen Edward und Bella überhaupt losgeht und wie diese Geschichte zwischen Mensch, Vampir überhaupt funktionieren kann und so weiter und so fort. Also es ist auf jeden Fall ein Abenteuer.
Genau, das ist so die Grundgeschichte und ich kann jetzt auf die Reihe an sich jetzt nicht weiter eingehen, weil dann würde ich jetzt natürlich spoilern, ne? Also bis zum Morgengrauen ist der erste Band, dann geht es weiter mit bis zur Mittagsstunde, dann haben wir bis zum Abendrot, ja Abendrot, ich lese immer Abendbrot und dann haben wir hier noch bis zum Ende der Nacht. Es gibt noch einen viereinhalbten Band oder so, der heißt Das kurze Leben der Bree Tanner bis zum ersten Sonnenstrahl, glaube ich, oder wie heißt der? Ist nur so ein dünnes Büchlein. Habe ich mich damals ein bisschen geärgert, weil ich mich so gefühlt habe, als würde man dem Leser das Geld aus der Tasche ziehen. Aber es ist ja meistens so, dass die Reihen dann immer noch mal gehypt werden. Und ich habe jetzt die Reihe gehört, weil einfach hier ganz neu rauskam, bis zur Mitternachtssonne von Stephanie Meyer. Es kam im letzten Monat raus. Ich ärgere mich sehr, wenn ich mir dieses Cover anschaue. Weil, was soll das? Versteht ihr, was ich euch sagen will? Also erstens mal finde ich einen aufgeschnittenen Granatapfel auf so einem schwarzen Hintergrund in dem Kontext furchtbar hässlich. Also sorry, ne? Und das Buch kostet fast 30 Euro, das kostet 28 Euro. Ich habe mir das aber trotzdem gekauft, weil ich unbedingt wissen wollte, was Stephanie Meyer jetzt nach so vielen Jahren mit einem fünften Buch will. Und ja, der Verlag hat sich dafür entschuldigt und hat gemeint, ja, das ist so dieses internationale Cover, dieser Granatapfel. Aber ja, ich denke mir halt, okay, dem Leser 30 Euro aus der Tasche ziehen und für ein schönes Cover hat es dann nicht mehr gereicht. Ich kenne mich aber mit Verlagswesen jetzt nicht so gut aus und mit Rechten und so weiter und so fort. Das ist natürlich wahrscheinlich alles so eine Sache des Geldes. Und ja, ich kann jetzt so zum fünften Band sagen, ich bin jetzt hier so, den muss ich leider lesen, den gibt es nicht als Hörbuch. Bin jetzt bei Seite 200 und der ganze Klopper hat über 800 Seiten, 840 Seiten und im Endeffekt haben wir hier die Geschichte nochmal aus Edwards Sicht. Ich gehe davon aus, dass wir die ganze Geschichte aus seiner Sicht haben, weil wenn das jetzt nur der erste Band wäre, ich muss mich mal überraschen lassen. Muss auch sagen, man erkennt deutlich wieder Stephanie Meyers Schreibstil und es ist auch schön, so mal wieder in der Geschichte drin zu sein und so weiter und so fort. Und es ist auch schön, seine Gedanken zu erleben und zu erleben, was er so durchmachen muss. Es ist jetzt aber nicht so spannend wie die ersten Teile, ne? Weil wir kennen die Geschichte ja im Endeffekt, ne? Also wir haben schon neue Ergüsse bis jetzt, aber es ist jetzt nicht so, dass es ein absoluter Page-Turner ist, so wie Band 1 bis 4, muss ich dazu sagen. Ja, ich weiß, dass die Reihe sehr viele sehr schlecht finden. Ich weiß aber auch, dass die Reihe sehr viele sehr gut finden. Und es hat, die Reihe hat ja damals einen wahnsinnigen Hype erfahren, muss ich wirklich so sagen. Ich weiß noch, ich gehöre noch zu den Menschen, die noch warten mussten, bis der nächste Band erscheint. Und deswegen sind auch meine Bände so ausgenudelt. Ich habe die mit gelesen, da habe ich in einer WG gelebt. War ich 18, 19, ich kann es euch gerade gar nicht sagen. Ich glaube, so war schon so in den Dreh rum. Und ja, wir haben dieses Buch dann quasi miteinander gelesen. Also wir hatten ja auch nicht viel Geld in der Ausbildung, ne? Und ja, wir haben uns das Buch förmlich gegenseitig aus der Hand gerissen. Und es ging dann so immer so, hey Christine, bist jetzt schon weitergekommen und so. Also wir hatten dann auch verschiedene Lesezeichen drin und haben dann das Buch so miteinander gelesen quasi, weil wir so süchtig danach waren und sind dann halt auch ins Kino natürlich gegangen, als die Filme ins Kino kamen. Und ja, also ich habe einen sehr nostalgischen Hintergrund zu diesen Büchern. Ich verbinde mit den Büchern eine sehr schöne, eine sehr aufregende Zeit. Und danach kamen ja ganz viele Vampirgeschichten auch auf den Markt. Und muss aber sagen, dass keine so toll war wie wirklich die Biss-Reihe. Und ja, später, kurz danach habe ich dann auch noch angefangen mit True Blood. True Blood war ja diese Serie. Und da habe ich Staffel 1 und 2 geschaut und die zweite Season hat dann mit so einem Cliffhanger geendet, dass ich mir noch gedacht habe, irgendwie, das kann ja nicht sein, vielleicht gibt es da ein Buch dazu. Ich will jetzt unbedingt sofort wissen, wie es weitergeht. Und dann bin ich auf die Suki Steakhouse-Reihe gekommen, sind glaube ich auch so 10, 11, 12 Bände, habe ich alle hier, habe ich alle gelesen, alle verschlungen. Die mochte ich auch noch sehr gerne und dann war aber Schluss, also dann war dieser Vampirzug für mich abgefahren.
Stephanie Meyer hat auch noch ein Buch rausgebracht, das Buch Seelen. Das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Habe ich so geliebt, dieses Buch, ist aber auch so ein Klopper. Und dann hat sie, glaube ich, noch einen Thriller geschrieben und der ist dann aber gefloppt, soweit ich weiß. Ja, genau. Auf jeden Fall, ja, Twilight, die Biss-Reihe. Ich habe es geliebt und es war so schön, das zu hören. Ich hatte erst Angst, dass es wieder, dass es so ein bisschen langweilig sein könnte, weil was einem damals gefällt, gefällt einem ja nicht unbedingt heute. Und ich wollte die Reihe schon so lange rereaden und habe mich aber nie getraut, weil ich mir gedacht habe, ich versaue mir das jetzt alles und muss wirklich sagen, dieser Zauber in Forks war für mich sofort wieder da. Ohne zu spoilern, ich weiß ja, dass es auch ganz viele so Team Edward, Team Jacob gab. Ich bin Team Edward, eindeutig. Jacob war für mich so nervig, der sich da so reingedrängt hat, so wie ein kleines Kind teilweise. Also der hat mich auch in der Reihe immer wieder genervt. Ich bin kein Fan von Jacob und dann spätestens im vierten Band ist er mir unfassbar auf die Nerven gegangen. Und ja, genau. Aber das ist, sei so dahingestellt. Und ja, ich habe wieder genauso mitgefiebert wie damals und muss sagen, die Geschichte hat ihr Recht, ist zu Recht so gehypt und ja, ich bin da wieder voll dabei gewesen und es hat mir so Spaß gemacht, das nochmal zu hören und ja, das war mal ein anderer Hörgenuss. Mich würde mal eure Meinung zu den Biss-Büchern interessieren. Jeder hat ja zumindest schon mal was darüber gehört und ja, ein Wortwitz im Hörgenuss und ja, würde mich mal interessieren und ob ihr die Reihe eher gut oder schlecht findet. Und dann am Schluss natürlich, welches Team ihr seid. Team Jacob oder Team Edward. Ja, würde mich mal interessieren. Und ich muss tatsächlich sagen, ich finde Bella übrigens nicht nervig. Vielleicht die Schauspielerin in den Filmen ein bisschen, aber in den Büchern, ich finde sie nicht nervig. Ich mag sie so, wie sie ist. Und sie ist ja halt ein spezieller Charakter und das hat mich halt auch nie gestört. Und jetzt, wo ich sie aus seiner Sicht nochmal so lese, stört es mich erst recht nicht, weil sie das Herz einfach am richtigen Fleck hat. Und wenn jemand das Herz am richtigen Fleck hat, darf er einfach, hat er schon bei mir fast Narrenfreiheit. Ja, das war so mein Schlusswort. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und abonniert mich fleißig, schaut bei den anderen rein. Und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!